Wir versuchen gerade herauszufinden, wer von uns den coolsten Schwanz hat. Richtig, Leute. Heute reden wir über Twinkles. Ich habe unter meinem letzten Teletubby-Video nämlich gelesen, dass ihr echt Bock auf Twinkles habt. Ja, und ich weiß, es ist wahrscheinlich meine Schuld, dass ich denke, wie ich denke, aber irgendwas müssen sich die Leute ja dabei gedacht haben. Und seht euch mal das an. Mein Schwanz kann sogar super Versteck spielen. Wisst ihr, ich glaube, es ist in keiner Welt okay, sowas zu sagen. Ich glaube, es geht aber nicht. Paul, wenn das jemand zu euch sagt, dann geht einfach und macht ihm unmissverständlich klar, dass ihr keinen Bock auf Schwänze habt. Er ist mal hier und mal dort. Am Anfang habe ich ja auch noch geglaubt, dass das alles nur Zufall ist und dass wirklich jemand pädagogisch sinnvoll über von Tieren reden wollte. Aber es ist mir mittlerweile absolut unmöglich, nicht zu denken, wie ich denke. Der ist so beweglich wie eine Schlange. Seht ihr? Wenn man in der Frequenz mit Sprüchen über das männliche Geschlechtsorgan befeuert wird, fällt es mir sehr schwer, nicht zu lachen. Irgendjemand saß da beim Kika-Übersetzungsteam und hat sich einen Witz erlaubt und hat sich bepisst vor Lachen. Vielleicht war das ja auch wieder irgendeine dumme Wette. Haha, ich glaube, du schaffst es nicht, 100-mal Schwanz zu sagen in der Kinderserie. Top, die Wette gilt. Das ist der feuchte Traum von Leuten, die damals chronisch Würstchen in ihr Deutschheft gemalt haben. Ja, das ist wirklich ein total biegsamer Schwanz, den du da hast, Bo. Wer hat das übersetzt? Assi Toni? Wenn die Mutter von einem Freund sagt, dass dein Schwanz total toll ist, klingt das wie der Anfang von einem billigen Schmuddelfilm. Das macht man nicht. Scheiße. Mama hat ja meinen Superschwanz noch nicht begutachtet. Mama, bitte sag einfach nicht, dass irgendjemand, vor allem nicht ich, einen Superschwanz hat. Don't fucking do it. Alles nur das nicht, es reicht. Es hat sich ausgeschwanzt, Fräulein Elefant. Bitte geh einfach, Alter, mach's wie dein Sohn. Ich hab mich hier nur verkrochen, damit niemand meinen Schwanz sieht. Okay, ihr versteht das nicht. Es gibt halt wirklich Dinge, die von grün auf gelb wechseln, wenn ihr so weitermacht, okay? Und das ist nicht gut. Schwänze sind eine ganz wunderbare Erfindung. Es gibt ja gute Ideen und es gibt das. Irgendjemand musste das schreiben. Und ja, es heißt im Deutschen halt so, wie es heißt, aber dann heißt es halt nicht gut. Das macht mich echt betroffen. Und ich bin mir sicher, dass wir das alle schon gesehen haben. Aber irgendwo muss dieses Übel ja auch seinen Anfang gefunden haben. Ich habe für euch stundenlang recherchiert und das hier gefunden. Meiner soll beim Lutschen größer werden. Ja, und das lief so beim Sandmann. Das lief nicht nachts um 22:30, das lief so beim Sandmann vom Schlafengehen. Soll denn dieser super Dauerlutscher fertig sein? Wenn die Kinder zurückkommen. Wisst ihr, das hat irgendjemand geschrieben, das hat irgendjemand angesprochen und ein bisschen Fäden gezupft. Dann hat er das geschnitten, Musik drunter gelegt und dann hat er sich gedacht, Kinderserien sind einfach nichts mehr für mein kaputtes Gehirn. Es ist doch wirklich alles meine Schuld. Das hat einen anderen Kontext. Herr Fuchs will nur einen Lutscher erfinden, der immer größer wird. Ganz logisch. Das ist alles. Lutscher, der beim Lutschen größer wird. Das ist okay. Das ist ganz normal. Der will nur die Kinder überraschen. Miau, der hier, der riecht so gut. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Der soll beim Lutschen nicht kleiner, sondern größer werden. Ich will nach Hause. Nun probiert mal. Bitte schön. Bitte? Danke. Du auch. Ja. Lasst es euch schmecken. Das wäre auch alles wirklich nur halb so schlimm, wenn Herr Fuchs nicht so reden würde und so dämlich lachen würde. Ja, Kinder, lasst euch schmecken. Das ist fucking weird, Alter. Das ist das Gruseligste, was ich heute gesehen habe. Und ich wohne in Berlin. Und gucken Sie mal, wie groß er schon ist. Warum lacht er so? Selbst wenn wir annehmen, dass da alles okay ist in dieser Situation, warum lacht er so? Herr Fuchs hätte auch einfach was Harmloses wie einen Kreisel oder eine Atomrakete erfinden können. Aber nach so einer Lache klingt einfach alles fucking unheimlich, als hätte man so einen teuflischen Plan, mit dem man die Menschheit ausradieren möchte. Ich werde heute einkaufen gehen. Ich glaube, ich habe ein Loch in meiner Socke. Und nein, der hört das... Alarm! Da hört das Ganze ja nicht auf. Wir haben hier noch Puschel, der seinen Schwanz geleckt bekommt. Es klingt ja falsch, wenn man es sagt, okay? Ich kann nichts dafür. Es ist euer Gehirn. Jetzt weiß ich, warum es nicht funktioniert hat. Mit so einem Schwanz kann man nicht fliegen. Und wisst ihr, was das Problem ist, wenn ich sowas höre? Mein Gehirn macht automatisch das hier da draus. Jetzt weiß ich, warum es nicht funktioniert hat. Mit so einem Schwanz kann man nicht fliegen. Jeden Tag. Egal in welcher Situation. Wenn es irgendwas Doppeldeutiges zu denken gibt, dann denke ich das auch. Bin nur ich das? Woran denkt ihr zum Beispiel bei manchen Kinderserien? Schreibt mal eure Erfahrungen mit Doppeldeutigkeit und in die Kommentar. Ist was falsch mit mir? Was ist falsch mit mir? So und so. Das kitzelt. Ja, das ist völlig okay. Nein, nein, der geht noch lange nicht. Der muss noch viel sauberer sein. Wisst ihr, da leckt man jemanden seinen kleinen... Nein,
Das Niveau ist schon da unten, aber das halten wir jetzt wenigstens auch. Aber mal ehrlich, als Kind ist uns sowas nie aufgefallen. Und vielleicht gibt's da ja wirklich keine bösen Hintergedanken. Oder irgendwelche Leute sitzen da traurig bei einem Feierabendbier, starren in ihr halbleeres Glas und denken an die Momente, wo sie als Eichhörnchen in der Tonkabine ihren Schwanz geleckt kriegen. Aber auch bei Serien, die wir als Teenager genossen haben, gerade bei Anime und Co. So einige Momente, wo man sich denkt, alles klar. Neben den ganz offensichtlichen Dingen, aber auch sowas hier. Ich muss ihm den Schwanz abreißen, wenn er sich verwandelt, bin ich geliefert. Und ja, ich weiß, was ihr jetzt alle denken. Das ist SpongeBobs Stimme. Und das ist auch das einzig Lustige hier und über mehr lachen wir nicht. Aber was ich als Teenager leider nicht gesehen habe, war das hier. Honkai Impact 3rd. Otakus unter euch wissen Bescheid, die anderen denken sich jetzt aber, what? Wieso sieht dieser Anime so geil aus und warum habe ich noch nie davon gehört? Genau das denkt ihr euch. So oder so, klickt auf den nächsten Link in der Videobeschreibung, um meinen Kanal zu supporten und um in die Welt von Honkai einzutauchen. Hier eine kurze Zusammenfassung der Story. Die Welt ist kaputt. Das ist nicht gut. Otto Apokalypse. Nein, das ist nicht der hier. Und andere haben Organisationen gegründet, um die Honkai aufzuhalten. Teil von Ottos Organisation Schicksal sind die Walküren, die ihr in Superheldenmanier Gegner verkloppen lassen könnt. Bam! Honkai, eigentlich Hukai, heißt übersetzt so viel wie Zusammenbruch. Und ich breche hier auch gleich zusammen, weil ich nicht nach Japan fliegen kann, um mir im Honkai-Store in Akihabara eine geile Actionfigur zu kaufen. Dafür bleibt mir und euch ja immer noch der Honkai-Anime-Mangas und das Videospiel. Und das jetzt auch endlich mit einem richtigen PC-Klienten. Und natürlich immer noch für euer Smartphone. Um es mit den Worten des Entwicklers MiHoYo zu sagen, Tech Otaku save the world! Und wenn ihr euch jetzt denkt, MiHoYo, MiHoNo, ich will hier nichts bezahlen, keine Sorge. Honkai ist und bleibt kostenlos. Also, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, wenn ihr Lust habt, mit ein paar Waifus die Welt zu retten und dicken Monstern aufs Maul zu hauen, um dann mit den wirklich geil animierten Zwischensequenzen in Form von ganzen Anime-Folgen belohnt zu werden. Dankeschön! Und jetzt weiter mit dem Video. Und wenn wir schon Anime-Girls haben, können wir auch genauso über Henkei Shouju, Shouju sprechen. Yes! Muss ich erwähnen, dass man das nicht nachmachen sollte? Dann wiederum. Okay, man muss auch wissen, wann es einfach zu viel ist. Die ist einfach ein Auto geworden. Und man hat ihren Arsch gesehen. Lasst mich wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und wenn ja, warum? Ich werde jetzt weinen. Kommt alle zu mir und schüttelt eure Schwänze auf unserer Schwanzpolonaise.